Ja, vielen Dank, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, liebe Gäste aus Wolfsburg, meine Damen und Herren, Pflege macht arm, die Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen. Und ich frage Sie, bekommen Sie eigentlich auch diese Anrufe mehr und mehr, dass die Eigenanteile für die Pflegeheimkosten steigen, und zwar für einzelne Menschen, bis zu 700 Euro monatlich? Und wie soll das denn geschehen? Wie sollen denn die Menschen das meistern? Wie soll denn das noch bezahlt werden? Meine Damen und Herren, die Kosten für einen Platz im Pflegeheim steigen drastisch. Und diese Entwicklung wussten wir doch, die haben wir doch vorausgesehen. Das ist hier beschlossen worden im zweiten Pflegestärkungsgesetz. Und alle haben es gewusst, alle haben es gewusst, die Beteiligten, die Experten haben es vorausgesagt. Aber die Regierung hat es genau so gewollt. Viele Menschen sind sowieso schon auf Hilfe zur Pflege angewiesen. Und jetzt werden es noch viel, viel mehr sein, weil die Rente eben einfach nicht mehr ausreicht, um so einen Pflegeplatz zu bezahlen. Sie sind auf Sozialhilfe angewiesen, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben und in die Sozialversicherung eingezahlt haben. Aber auch das hat die Regierung so gewollt. Und, meine Damen und Herren, die Pflegekräfte werden sich zukünftig noch besser überlegen, ob sie sich wirklich für ein besseres Gehalt einsetzen. Jetzt, wo sie wissen, dass ihr besseres und natürlich angemessenes Gehalt als Begründung für noch höhere Kosten für die Bewohnerinnen und Bewohner herhalten muss. Und auch das hat die Regierung so gewollt. Und wir wollen das nicht. Wir wollen, dass Pflegekräfte nicht gegen die Interessen der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner ausgespielt werden. Das machen wir Linke nicht mit. Pflegekräfte brauchen natürlich bessere Arbeitsbedingungen. Das wissen wir doch längst. Und sie brauchen mehr Gehalt. Auch das wissen wir längst. Aber nicht auf dem Rücken der Menschen mit Pflegebedarf und ihren Familien. Meine Damen und Herren, ich zitiere: Die Menschen leben im Schnitt nur wenige Monate im Pflegeheim. Das macht das finanzielle Risiko vertretbar. Das sagte damals der heute designierte Gesundheitsminister dazu. Wie zynisch, wenn man bedenkt, dass auch Herr Spahn damals genau wusste, dass die sogenannten Pflegestärkungsgesetze dazu führen, dass Menschen mit Pflegebedarf und die Angehörigen, die Familien, systematisch in die Armut getrieben werden. Und im aktuellen Koalitionsvertrag steht nun: Wir werden die Arbeitsbedingungen, die Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege sofort und spürbar verbessern. Es werden Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung in der Altenpflege und im Krankenhausbereich ergriffen und dafür zusätzliche Stellen zielgerichtet gefördert. Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie wissen gar nicht, wie viele Stellen gebraucht werden. Über 120.000 im Krankenhausbereich, in der Pflege am Bett, und über 40.000 in der Altenpflege. Da frage ich mal, wo wollen Sie diese Pflegekräfte den hernehmen? Wie Sie sie bezahlen wollen, das sagen Sie nicht. Und diese Forderung klingt ja auch erstmal toll für so einen Koalitionsvertrag und auch vielleicht für Koalitionsverhandlungen. Aber wie das Ganze finanziert werden soll, das sagen Sie nicht. Wir sagen das. Sie sagen dazu kein Wort. Meine Damen und Herren, wir Linke stehen allerdings für eine andere Politik. Wir wollen die Pflege solidarisch gestalten. Meine Damen und Herren, Pflege ist doch keine Privatsache, die irgendwie von der Familie schon gelöst und organisiert werden muss. Pflege ist eine Gemeinschaftsaufgabe und betrifft auch alle. Die Pflegeversicherung muss deshalb eine Vollversicherung sein und nicht wie jetzt weniger als 50% der Kosten in der Pflege übernehmen. Mit der einer solidarischen Gesundheitsversicherung und Pflegeversicherung lässt sich das finanzieren. Das haben wir hier schon mehrfach beispielhaft gesagt. Und als Sofortmaßnahme, meine Damen und Herren, weil das ist ja klar, das kriegen wir hier heute nicht hin mit der solidarischen Pflegeversicherung, aber als Sofortmaßnahme müssen wir die Eigenanteile decken. Das kann doch nicht uferlos, wie es jetzt angelegt ist, steigen, ohne irgendeine Berichterstattung. Wir müssen sogar diese Kosten wieder abbauen, damit die Menschen es überhaupt noch irgendwie finanzieren können und damit überhaupt noch ein Leben in Würde möglich ist, wenn man einen Pflegebedarf hat. Und wir benötigen dafür, und das sage ich jetzt zum Schluss noch mal, diese soziale Pflegeversicherung für alle, in die alle einzahlen, und zwar ohne Obergrenze. Dann lässt sich gutes Personal bezahlen, und dann ist auch die Pflege für alle, auch ohne die mit dicken Geldbeutel, erreichbar und finanzierbar. Herzlichen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Erich